ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur 60-Minuten-Kursstunde Pilates. Wir wollen heute unser Powerhouse stärken, denn das ist unsere Körpermitte, das ist der Hauptfokus in Pilates, eine stabile Körpermitte und dann bewegliche Gelenke. Also wir werden uns mobilisieren, aber auch stabilisieren. Mach immer so mit, wie es für dich okay ist natürlich. Und ich würde sagen, wir starten mit einer Wahrnehmung des Powerhouses, also der wichtigen Körpermitte, die übrigens nicht nur im Pilates so wichtig ist, sondern für jeden anderen Sport oder im Alltag sehr wichtig ist. Denn diese Mitte, das sogenannte Powerhouse, spannt immer an, bevor wir uns bewegen. Dazu gehört der Beckenboden, Anteile der schrägen Bauchmuskulatur, der tiefe, quere Bauchmuskel, Anteile des Zwerchfells, das wir auch stärken werden, denn das ist auch wichtig, mit unser wichtigster Muskel, mit dem Herzen und diese kleinen Rückenmuskeln. Nur damit du weißt, auf was du dich so fokussieren solltest. Und wir starten in einem hüftschmalen Stand, so dass deine Knie etwas durchlässig sind. Und du stellst dich auf die Außenkante deiner Füße, auf den Großzehenballen und auf deine Fersen. Sehr gut. Wichtig ist, dass du dein Brustbein anhebst. Also wir können unser Powerhouse wunderbar aktivieren aus einer aufrechten Haltung, einer doppelten S-Krümmung in der Wirbelsäule. Der Nacken ist entspannt, der Blick im Horizont und ein Lächeln auf den Lippen, hoffe ich. Nimm deine Hände auf deine Rippenbögen. Die Pilates-Atmung ist eine Flankenatmung, die hier in die Seite geht. Durch die Nase einatmen und durch die Lippenbremse, durch den Mund wieder ausatmen. Also versuch zu spüren, wie deine Finger auseinandergleiten beim Einatmen und beim Ausatmen durch die Lippenbremse deine Finger wieder zueinander sich anschmiegen. Jawohl. Spüre dabei auch, wie die Rippenbögen sich öffnen und schließen. Achte auch nochmal darauf, mach weiter, dass deine Schultern unten bleiben, dass dein Nacken entspannt bleibt. Jetzt nimmst du deine linke Hand mal zu deinen rechten Rippenbögen und atme ein, nimm den Arm nach oben, den rechten. Spüre, wie beim Einatmen die Rippenbögen sich öffnen und ausatmend lass den Arm wieder sinken. Nase ein und Mund wieder aus. Löse und wechsle genauso auch zur anderen Seite. Einatmen und ausatmen durch den Mund. Wenn der Arm sich hebt, merkst du, wie ganz von selbst deine Rippenbögen sich öffnen, beim Senken wieder schließen. Noch einmal, dann löst du wieder beide Arme neben den Körper, einatmend beide Arme anheben, ausatmen, wieder senken, einatmen und spüre jetzt, wie automatisch beide Rippenbögen sich öffnen beim Heben der Arme. Und sich senken beim Senken der Arme. Nimm jetzt deine Fersen aneinander, atme aus, atme ein,
Mach in deinem Tempo, lass dich nicht hetzen von mir und versuch dich beim Ausatmen auf die Fußspitzen zu ziehen. Heb deine Fersen ab und beim Einatmen senkst du wieder. Du kannst jederzeit auch unten bleiben, immer so machen, wie es für dich okay ist. Fersen zueinander, jawohl, Knie strecken. Rippenbögen schließen. Bleib jetzt hier oben. Bleibe hier. 4-5 Mal einatmen, deine Handflächen nach vorne. Staccato, ich zeige es dir seitlich. Ausatmen, Handflächen zurück. Ein nach vorne. Aus, zurück. Das kräftigt dein Zwerchfell. Natürlich aktivierst du deine wichtige Körpermitte, das Powerhouse. Senke jetzt beide Fersen wieder und beug deine Knie in Richtung Fußspitzen und lass dein Steißbein in Richtung Boden sinken. Arme zur Seite, atme aus, Fersen schieben in den Boden, Innenseiten der Oberschenkel zueinander und nochmal einatmen. Ausatmen, Powerhouse aktiv, Beckenboden aktivieren, ein und aus. Ganz bewusst Fersen in den Boden schieben, Innenseiten, Oberschenkel zueinander. Gleich nochmal. Den Nacken entspannen, deinen Schultergürtel richtig schön locker lassen. Wenn du gerne mal anders atmen würdest wie ich, dann atme so, wie du dich wohlfühlst. Es gibt nicht gut oder schlecht, es gibt nur deinen Weg. Auch vom Tempo. Wichtig, dass du deinen Körper wahrnimmst, spürst, konzentriert arbeitest. Lieber langsamer wie zu schnell. Noch einmal und dann bleibst du hier oben, aktivierst deine Mitte, nimmst die Arme aber nochmal zur Seite, nimmst die Hände jetzt hinter den Kopf, schau mal, meine Ellbogen, die sind so ein Stück vorne und jetzt neigst du dich, ausatmen zu einer Seite, ein wieder zur Mitte und ausatmen zur anderen Seite und ein, mach nur weiter, ich komme zu dir. Powerhouse aktiv, Rippenbögen schließen, einatmen, aus. Wenn du deine Fersen gerne öffnen würdest, dann kannst du das auch machen. Wenn dir der Stand zu wackelig ist oder zu unsicher, dann stell die Füße hüftschmal auf. Bleib in der Mitte und dreh dich jetzt auf die rechte Seite, ausatmen, Becken stabil, ein zur Mitte und ausatmen zur anderen Seite. Einatmen, halte dein Becken ruhig und stabil. Ausfringen den Bauch wie ein nasses Handtuch. Bleib dann in der Mitte. Und jetzt gehst du nach vorne, wirst rund, nimmst die Ellbogen mit nach vorne, atmest ein und öffnest in Richtung Himmel.
Ausatmen, wenn dir die Schultern zu schwer werden, dann nimm einfach die Ellbogen hierher, die Hände zu den Schultern. Das funktioniert auch. Wie du willst. Mobilisiere deine Brustwirbelsäule. Halte dein Powerhouse aktiv. Richte dich auf, löse die Arme zur Seite, lass kurz locker. Nimm dann die Arme nochmal zur Seite, atme ein, richte dich auf und wenn du jetzt ausatmest, legst du dich gefühlt über einen riesengroßen Ball. Einatmend und öffnen und aus. Noch einmal. Bleib geöffnet. Richte dich auf. Schulterblätter zueinander ziehen. Und jetzt hebe dein rechtes Knie. Versuch dein Gewicht zu verlagern auf links. Und dein rechtes Knie macht kleine Kreise. Du kannst jederzeit auch wieder unten tippen. Oder du versuchst dich hier zu halten. Wechsel die Seite, sehr schön. Aktiv bleiben, aufrecht bleiben und kreise. Fersen schließen, Arme senken und die Schultern. Kurzen Moment entspannen, locker lassen. Beide Fersen wieder öffnen, sodass du hüftschmal stehst. Lass deine Schultern ganz tief sinken. Nimm deine Arme noch einmal nach vorne, nach außen, Handflächen in Richtung Himmel zeigend. Und dein rechtes Knie kommt nach oben. Ich mache spiegelverkehrt. Halte hier aufrecht. Bleib stabil. Und jetzt nimmst du dein Bein mal zurück. Im rechten Winkel. Deine Daumen zeigen in Richtung Decke. Schulterblätter küssen sich. Atme ein. Lass dein Bein ein Stück sinken. Atme aus und heb's nochmal an, Becken parallel zum Boden. Nochmal ein. Fußspitze in Richtung Himmel. Noch zweimal. Komm wieder zurück. Richte dich auf. Löse. Stütz für einen Moment die Hände auf die Oberschenkel. In die Katze. Das heißt, den Rücken ganz rund werden lassen. Dann nach vorne schauen, den Rücken strecken. Noch einmal ganz rund, Kopf rein. Nochmal langer Rücken. Nochmal rund. Langer Rücken. Bleibe hier. Richte dich auf. Nimm die Arme nach vorne. Daumen zurück. Zieh nach außen. Linkes Bein anheben. Rechter Winkel bleibt. Fuß bleibt gestreckt, gepointet. Oberkörper nach vorne.
Zieh die Fußspitze in Richtung Decke, Becken parallel zum Boden. Einatmen und aus. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Kannst mal das Wort Ich sagen. Da wackeln. Komm wieder zurück, löse auf, Hände aufstützen und den Rücken rund werden lassen. Bauchnabel zum Boden, nach vorne schauen. Nochmal rund. Gerade. Mach weiter und während du dieses rund gerade machst, nimmst du deine Beine weiter in die Grätsche. Genau, und dann nochmal rund. Gerade. Letztes Mal noch. Halte den Rücken gerade und richte dich wieder zum Stehen auf. Aber jetzt in einer geöffneten oder in einer leichten Grätsche. Powerhouse aktiv, sagt das Wort Ich. Hol den Bauchnabel sanft nach innen, die Schultern tief und jetzt gehst du auf deinen linken Fuß, atmest aus. Das heißt, Rippenbögen schließen, Bauch spannen und kommst dann wieder sanft zur Mitte zurück, atmest aus und wechselst. Deine Arme kannst du einfach neben dem Körper halten und wechseln. Kurzen Moment in dieser Position halten. Jawohl. Nochmal. Beim nächsten Mal bleibst du auf dem rechten Fuß. Halte hier, stopp, Rippenbögen schließen, Bauch spannen und jetzt versuche mit deinem linken Bein ganz kleine Circle auszuführen. Spür die Außenseite. Halte und komm wieder zurück. Wechsel gleich die Seite. Sehr gut. Anheben. Powerhouse aktiv und los geht's. Geht noch. Noch 5 Kreise, wenn es geht, sonst mach eine Pause. 5, 4, 3, 2. Halte und Mitte nach oben kommen, entspannen, locker lassen. Streck jetzt ruhig mal die Knie und lass dein Becken kreisen. Mobilisiere deine Hüftgelenke. Die Richtung wechseln, in die andere Richtung kreisen.
wieder zur Mitte kommen. Entspannen. Locker dich einen Moment aus, schüttel die Beine aus und komm gleich nach unten auf deine Knie. Rechts, links. Wenn du ein Kissen benötigst, hol dir eins und legst dir unter die Knie. Ansonsten könntest du die Übung auch im Stehen machen. Dann bleib mal so im Stehen, ein Bein zur Seite und dann kannst du die Übung auch machen. Okay? Also, rechtes Bein zur Seite. Jetzt deine linke Hand nach unten. Fingerspitzen zeigen nach außen und schau, dass du hier in einer Linie bist. Mach dich ganz lang. Streck den rechten Arm ganz lang und zieh dich hier aus der Schulter so richtig weit nach oben. Einen dicken Gürtel um dein Powerhouse binden. Stell dir vor, da ist ein Gürtel, den befestigst du oben an der Decke. Und jetzt drück dich hoch und zieh den linken Arm weit auf die rechte Seite. Komm zurück, atme aus und schwebe hier über dem Boden. Atme ein. Sehr schön. Aus. Geht? Geht noch, oder? Taille spüren. Noch einmal halte dann in der Länge. Bleib hier, zieh dich lang. Und löse. Komm auf beide Knie. Mach deinen Rücken rund. Schau mal seitlich. Ganz rund. Ruhig ein Stück absenken. Einatmen. Öffnen. Ausatmen rund. Und ein. Gleich nochmal. Wie im Stehen vorher. Noch einmal. Bleib aufgerichtet und löse die Arme. Linkes Bein. Entweder stehst du immer noch oder nimmst dein linkes Bein seitlich und kniest. Rechte Hand auf den Boden. Zieh deinen linken Arm ganz lang. Powerhouse aktiv. Rippenbögen schließen. Ausatmen, wegdrücken. Einatmen, zieh dich nach links, aus und ein. Die letzten noch. Immer in deinem Tempo, immer noch. Letztes Mal noch. Kurz halten.
zurückkommen. Beide Knie absetzen, kurzen Moment entspannen. Bleib mal hier, leg so, dass die Matte vor dir ist, Hände unter die Stirn und deinen Rücken entspannen. Den Nacken entspannen. Und dann rutschst du eins weiter und gleich nach vorne in die Bauchlage. Nimm zuerst deine Hände unter die Stirn und spüre jetzt, wie dein Körper auf dem Boden aufliegt. Deine Bauchdecke bestimmt auf dem Boden liegt und versuche mit dem Ausatmen durch die Lippenbremse deinen Bauchnabel vom Boden wegzubewegen, also in Richtung Wirbelsäule zu ziehen, ohne dass du eine Bewegung im Becken hast. Versuch nur den Bauchnabel gefühlt nach oben zu holen. Einatmen und löse nochmal. Ausatmen. Das ist ein tiefer, querer Bauchmuskel. Klappt? Und den hätte ich jetzt gern oben, den Bauchnabel innen oben. Das heißt, eine aktive Körpermitte. Die hältst du jetzt ganz sanft aktiviert. Hebst den Kopf etwas ab und streckst die Arme nach leicht diagonal vorne, also wie ein kleines V. Daumen in Richtung Decke, dann drehst du nämlich automatisch die Schultern von den Ohren weg. Beine leicht gegrätscht, Powerhouse ist aktiv. Und jetzt ausatmend, rechten Arm, linkes Bein heben ein Stück, einatmen und wieder absetzen. Und das Ganze auch mit der anderen Diagonale aus und ein. Denk an die Länge, nicht an die Höhe, sondern versucht lang zu werden. Auch sanft nach innen ziehen, Rippenbögen schließen, Länge im Körper. Und versuch die Bewegung jetzt einfach fließen zu lassen, ohne dass du auf deine Atmung achtest. Hebst und senkst du jetzt im Wechsel Arm und Bein. So trainieren wir die ganze Rückseite, Rückenmuskulatur, natürlich Gesäß. Schultern bleiben von den Ohren weg und der Atem fließt. 6, 5, 4, 3, 2, einen und Hände unter die Stirn. Entspannen, die Unterschenkel senkrecht zur Decke und lass deine Unterschenkel mal nach rechts und nach links wippen. Ganz entspannt. Und dreh dich mal rüber, dass du mich siehst. Ganz auf eine Seite. Perfekt. Und leg dich gleich mal nach unten ab. Jetzt ist wichtig, dass die Fersen ungefähr in einer Linie hier mit deinem Oberkörper sind. Du kannst den Kopf auf den langen Arm legen oder auf den gebeugten. Das ist für die Schulter so ein bisschen angenehmer. So, wichtig. Powerhouse. Das heißt, schieb die Ferse weg von, also schieb die, das Becken hier weg von dir und lass mal wieder los. So, merkst, wenn du loslässt, wie die Bauchdecke nach vorne kommt, das sind nur die Organe. Wenn du dein Becken etwas wegschiebst, deine Hüfte, wird sofort dein tiefer Bauchmuskel aktiv und der Bauch wird noch flacher. Nochmal einatmen.
und aus. Genau, ein und aus. Jetzt bleibst du mit der Hüfte hier weggeschoben, bleibst aktiv, die Hand gibt leichten Druck in den Boden und du hebst die Fersen ein Stück ab. Und jetzt öffne dein Bein, Becken bleibt stabil, ausatmen, einatmen wieder ein Stück tief aus und ein. Sehr gut, Gesäßmuskulatur. Geht noch. Und löse noch einmal. Einmal ablegen, Beine ins vordere Eck deiner Matte strecken. Bleib hier langgezogen. Lass dein Power-Aus aktiv. Jetzt streck dein oberes Bein lang in einer Linie mit deinem Körper. Halte das Becken stabil, beug dein Bein und tu so, als würdest du vorwärts Rad fahren. Vorn das Bein, Ferse zieh zurück. Ganz großen Kreis beschreiben mit möglichst stabilem Rumpf. Geht noch. Mobilisation Hüftgelenk. Kräftigung natürlich Gesäß. Fünf noch, oder? Vier. Drei. Zwei. Einen. Und ablegen, hochdrücken, kurz lösen, eine Seite noch locker lassen, gleich auf die andere Seite drehen und wir starten mit den angewinkelten Beinen, Kopf entweder auf den langen Arm oder auf den Oberarm, Fersen ungefähr in einer Linie hier und jetzt starte zuerst mit der Hüfte wegschiebend. Und lösen. Ausatmen, aktiv. Ein. Bleibe jetzt hier, stütz die Hand vorne ab, heb deine Fersen an. Bereit? Powerhouse ist aktiv, die Teile gefühlt vom Boden weg und los geht's. Hoch, Knie heben, nicht ganz ab. Machen wir noch fünf. Spürst du schon was, hoffe ich? Halte in der Außenrotation und
Löse beide Beine ins vordere Eck der Matte. Stabiles Becken, leichter Druck, oberes Bein heben. Becken bleibt senkrecht, weit zurückziehen, hinten beugen, nach vorne, Ferse schiebt zurück. Fußgelenk bewegen, Knie, Hüftgelenk. Geht noch möglichst groß den Kreis beschreiben. Noch 5. Vier. Drei. Zwei. Einen und locker entspannen. Drück dich gleich hoch, setz dich auf, so lass die Füße vorne stehen. Genau, dann lass dich einen Moment mal so richtig drüber hängen, über deine Oberschenkel. Ich mache nur mein Mikro zur Seite, so dass dein Rücken schön rund werden kann. Dann richte dich auf. Auf deinem Scheitel sitzt eine Krone, die dich in Richtung Decke zieht, so richtig weit aufmachen. Und deine Beine auch leicht in der Grätsche. Jetzt kannst du hier die Knie aufgestellt lassen. Wenn du möchtest, streckst du. Aber versuche aufrecht zu sitzen. Vielleicht magst du dir auch ein Kissen unter dein Gesäß legen. Atme ein, entweder so oder so. Ausatmen, Hände an die Schultern, dreh dich zu mir. Sehr gut. Ein zur Mitte und aus zur anderen Seite. Ein zur Mitte und aus. Und ein. Ausfringen den Bauch. Bleibe dann auf einer Seite und jetzt versuchst du rund zu werden. Ganz rund, den Ellbogen Richtung Knie, der andere Ellbogen ziehen Richtung Decke. Einatmen, komm hoch und aus zur anderen Seite. Ich zeige dir gleich noch eine Variante. Rund werden und drehen. Wenn du möchtest, machst du genauso weiter oder streckst die Beine, tauchst an deinem kleinen Zeh vorbei, der kleine Finger zeigt in Richtung Decke. Beide Gesäßhälften bleiben auf dem Boden. Einatmen wieder zur Mitte. Aus zur anderen Seite. Wichtig ist rund und Rotation. Rippenbögen schließen. Genau. Geht immer in beiden Varianten, such dir das aus, so wie es für dich okay ist. Wenn du nach rechts gehst, versuch mal mit deinem linken Oberschenkel auf den Boden zu drücken.
wenn du nach links gehst mit deinem rechten, sodass beide Gesäßhälften immer unten bleiben können. Komm wieder zur Mitte. Stell die Füße auf, lass die Arme los und lass dich einmal ganz rund werden, so richtig hängen. Rücken rund, ruhig am Schienbein vorne einhängen. Einatmen, aufrichten. Nochmal aus, rund. Ein. Und versuch, wenn du jetzt dich streckst und aufrichtest, hier zu bleiben. Und versuche, Rücken mal beide Beine anzuheben. Brustbein heben. Wenn das nicht geht, lass die Fußspitzen unten. Funktioniert auch. Bauchnabel nach innen ziehen. Brustbein heben. Die Arme ruhig hier halten. Ein paar Atemzüge bleiben. Genießen. Und jetzt versuchst du mit dem Bein, das zu mir näher ist, hier unten durchzuschlüpfen und versuche, dich mal ganz lang zu strecken. Also darfst dein Bein strecken, den Arm strecken und dich verlängern. Jetzt kommst du wieder tief, beugst natürlich wieder beide Beine, halte die Position, tauche mit dem anderen Fuß unten ein, stütz dich ab und streck dich in die Länge. Nochmal. Du kannst immer Füße unten lassen. Es ist ein bisschen tricky, aber es funktioniert gut. Stell den Fuß auf, rutsch nach unten, schieb dich hier in die Länge. Funktioniert? Und komm wieder zurück. In deinem Tempo. Schweben. Eintauchen. Länge. Jede Seite noch einmal eintauchen, wegstrecken. Hops. Und letztes Mal. Zurückkommen und Füße abstellen. Abrollen in die Rückenlage. Ganz klein werden, Knie ranziehen und so ein bisschen herziehen und lösen. Nacken entspannen, Schultergürtel entspannen. Lass gleich beide Beine hier oben und versuche, Arme neben dem Körper ausatmend Beine zu strecken. Und wenn du kannst, dann dreh die Fußspitzen so ein bisschen nach außen. Es passiert eigentlich automatisch, wenn du die Rückseiten versuchst zusammenzuziehen. Einatmen, beugen. Ausatmen, strecken. Einatmen, beugen. Was du auch machen könntest, ist die Hände unter dein Gesäß legen. Dann tust du dir so ein bisschen leichter. Wir dehnen die Rückseite. Unser Ziel wäre es, irgendwann die Beine senkrecht zur Decke zu strecken. Muss nicht funktionieren. Versuch's einfach. Bleibe jetzt hier oben, Nacken entspannen und rechter Fuß vor links, linker Fuß vor rechts und das ganz schnell vor, 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 vor. Mach mal weiter, ich zeig's dir von hinten. Ganz kleine, schnelle Bewegung. Tempo. Spür die inneren Oberschenkel, natürlich vorne, Bauch, Oberschenkel vorne, Hüftbeuge. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen Unterschenkel fallen lassen, nacheinander abstellen
kurzen Moment entspannen. Hüftschmale Beine, Steißbein Richtung Fersen. Und jetzt rollst du Wirbel für Wirbel nach oben, bis du maximal hier bei deinen Schulterblattspitzen ankommst. Also nicht zu hoch ziehen. Ausatmend, Rippenbögen schließen, Powerhouse aktiv, wie im Stehen. Roll dich nochmal tief, atme ein und löse. Jetzt kannst du zur Kontrolle mal deine Hände an die Rippenbögen nehmen. Ausatmen, Rippenbögen senken. Einatmen. Dürfen sich heben und ausatmen. Rippenbögen senken. Und wieder tief. Und ein. Dein Tempo. Ausatmen, hoch. Mach nur weiter. Ein und aus. Und ein. Geht. Immer bevor du hochkommst, Powerhouse aktivieren, Rippenbögen schließen. Und dann, bevor du runterkommst, auch wieder. Und dann bleibst du hier oben. Versuch dich zu halten. Du darfst die Arme neben den Körper legen. Hebe beim Ausatmen ein Bein und setz es ab. Atme ein. Aus. Bleib stabil. Heb im Wechsel die Beine. Dagegen halten, in der Mitte festmachen. Ein Bein oben halten und mit dem Knie kleine Circle beschreiben. Lass deinen Atem fließen, Knie kreist. Becken stabil. Rückseite, Oberschenkel, Gesäß, Bauchmuskulatur. Fliegender Wechsel, Fuß aufstellen, Becken oben halten, andere Seite. Und los geht's, ganz ruhig bleiben. Atmen, noch ein Kreis, Fuß aufstellen und langsam wieder abrollen. Kurz, entspannt, ablegen, Beine auslockern. Jetzt noch eine Übung, jetzt darfst du dein rechtes Bein über links kreuzen und dann holst du mal deinen linken Fuß vom Boden weg. Beide Hände hinter den Kopf. Lass die Ellbogen ein Stück vorne. Ausatmen, Kopf heben. Und jetzt versuche, dein Knie anzuheben. Und wenn rechts oben ist, versuchst du jetzt nach links oben zu gehen und wieder ein Stück absetzen. Also hochziehen und ab rechte Schulter ein Stück weiter vom Boden weg. Mhm.
löse und kurz entspannen, Seite wechseln. Links kreuzt, Fuß abheben, Becken heben, linke Schulter ein Stück weiter hoch und ab. In deinem Tempo. Einer noch. Und abstellen. Füße aufstellen. Arme neben den Kopf, Fußsohlen zusammen. Knie nach rechts und links. Entspann dich. Verdient. Bleib hier liegen. Versuch in den Bauch zu atmen. Lass wirklich so richtig schön locker jetzt. Mit jedem Ausatmen lockerer lassen, weiter entspannen. Nimm ein Knie zum anderen Knie dazu, dreh den Kopf zur Gegenseite. Komm nacheinander zur Mitte. Komm zur anderen Seite, Kopf zur Gegenseite, in den Bauch atmen. Und komm langsam wieder zur Mitte zurück. Lass die Beine etwas breiter wie deine Hüfte stehen und lass die Knie jetzt einfach nur kippen. Rechts und links. Mobilisieren nochmal die Hüftgelenke. Wir haben alle wichtigen Gelenke mobilisiert. Das heißt Fußgelenk, Knie natürlich, Hüfte, die ganze Wirbelsäule. Die Schultergelenke, den Schultergürtel. Und wir haben stabilisiert unser Knie im Einbeinstand zum Beispiel. Wir haben die Körpermitte stabilisiert, das Powerhouse. Die Aufrichtung stabilisiert, Schulterblätter an die Wirbelsäule gezogen. Jetzt bleibst du auf einer Seite, drehst dich gleich ganz rüber zur Seite und stützt dich ganz langsam eins weiter auf. Bis du nochmal im Vierfüßlerstand bist. Und hier gehst du nochmal in die Katze, also Rücken rund. Und in den Pferderücken mit dem Bauchnabel zum Boden nach vorne schauen mit dem Kopf. Nochmal ausatmen rund. Nochmal ein. Nochmal aus. Und dann kommst du in den geraden Rücken, nimmst ein Bein nach vorne. Schiebst dein Becken hier vor. Schau mal, dass das Knie über der Ferse sein kann. Stell hinten die Fußspitze auf. Heb dein Knie ab. Und jetzt, wenn links vorne ist, nimmst du deinen linken Arm und ziehst ganz weit nach oben in Richtung Decke. Drück dich raus aus der Schulter. Halte. Wieder zurück, Bein, lass das Bein nach hinten wandern und komm gleich mit dem anderen Bein nach vorne.
Knie über der Ferse und den Arm zur Decke. Richtig wegschieben. Ferse schiebt nach hinten raus. Hüfte schiebt in Richtung Boden. Und dann komm wieder zurück. Nimm das Bein nach hinten, schieb dein Steißbein zur Decke und drehte rechts und links. Beug und streck dein rechtes und linkes Knie im Wechsel. Komm gehend nach vorne. Bis du ankommst hier vorne, beug nochmal die Knie. Lass den Kopf entspannt hängen, leg rück dein Brustbein entspannt auf die Oberschenkel. Und dann Powerhouse aktivieren, langsam aufrollen. Unterstützt das gerne, indem du die Hände auf die Oberschenkel stützt. Komm bis zum Stehen nach oben. Lass locker, fleißig. Atme ein, beide Arme nach oben. Atme aus, lass dich fallen. Jetzt heb dein rechtes Bein zur Seite. Einen großen Kreis nach hinten und dich ganz weit auf die Seite ziehen. Außenkante, deine ganze Außen, die äußere Linie nochmal aufdehnen. Komm wieder zurück zur Mitte. Und dann nimmst du dein anderes Bein nach oben, Halbkreis zurück und zieh dich ganz weit nach rechts. Außenkante am Boden. Wenn dir Pilates sehr gut gefallen hat, dann geh ruhig auf meinen Kanal. Da gibt es eine ganze Playlist mit Pilates. Da oben im Eck findest du den Infopunkt zur Playlist Kursstunde 60 Minuten. Wenn du gerne 60 Minuten Kurse machst, komm wieder zurück, löse auf. Es gibt auch eine Playlist, 40 bis 60 Minuten. Es gibt ganz viele Playlists, also schau mal auf meinen Kanal. Die Schultern lösen. Zieh deine rechte Schulter tief. Lass den Kopf nach links. Spür den Nacken. Links ist ganz entspannt. Langsam nach vorne, zur anderen Seite, links tief ziehen, rechts locker lassen. Ich hoffe, es geht dir gut. Komm nach vorne. Atme aus, richte dich auf. Atme ein, beide Arme nach oben. Atme aus, lass dich fallen. Jetzt kommt nochmal ein Powerhouse-Test. Spannung, Spannung im Bauch. Rück die Fußspitzen nach außen. Rückseite der Oberschenkel zueinander. Versuchen, auf die Fußspitzen hoch. Und halten. Atmen. Es reicht auch, wenn die Fersen nur ein kleines bisschen vom Boden weg bewegt sind. Rippenbögen schließen. Sehr gut. Komm wieder tief. Nochmal einatmen, Fersen wieder öffnen. Und dann darfst du dich strecken und räkeln in alle möglichen Richtungen. Zieh dich lang. Und du darfst mal wirklich schauen, wohin würdest du dich gern noch dehnen. Obwohl wir uns ja im Pilates so richtig viel durchbewegen. Aber wie gesagt, auch stabilisieren. Locker dich aus. Schultern lösen, einatmen, Arme öffnen, aufrecht und stolz, ausatmen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dir Spaß gemacht, das ist natürlich das Wichtigste und ich hoffe, du spürst jetzt ein gutes Powerhouse. Sehr gut. Dann kannst du gerne Gefällt mir drücken, Kommentar hinterlassen, wenn du willst.
Vielen Dank, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Dankeschön. Der Link ist unter dem Video. Der nennt sich übrigens Steady, deine Unterstützung, steht da in den Beschreibungen drunter. Da kommst du drauf auf den Punkt, da kannst du mich mit 2,50 Euro zum Beispiel im Monat oder 5 Euro oder 10 Euro unterstützen. Dankeschön. Wenn du magst, geh auf meine Homepage gabi-fastner.de. Da stehen noch die Trainingscharts. Das sind Übungsblätter, die du dir ausdrucken kannst oder auch einfach speichern kannst. Also 160 oder so an der Zahl mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Da gibt es auch Pilates. Immer so 6 bis 8 Übungen auf einem Blatt. Und so als Erinnerung, sich wieder zu bewegen, kann man sich das gern mal aufhängen oder in Urlaub mitnehmen. Ich freue mich aber auch, wenn wir ganz einfach uns beim nächsten Workout wiedersehen. Bis dann!